Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Allen, die mich in der Vergangenheit nicht unterstützt haben, und davon gab es ein paar Leute, reiche ich die Hand, um eure Hilfe zu bekommen, damit wir zusammenarbeiten und unser großartiges Land wieder einen können. Persönliche Worte von dem Mann, der die amerikanische Politik auf den Kopf gestellt hat. Und damit herzlich willkommen hier aus der US-Hauptstadt Washington D.C. zu den Tagesthemen am Tag nach dieser unglaublichen Wahl. Donald Trump triumphiert und macht das möglich, was Experten, Journalisten und politische Beobachter für unmöglich hielten. Er wird als 45. Präsident der USA in dieses Weiße Haus hier hinter mir einziehen. Was sind die Gründe für diese faustdicke Überraschung? Warum hat es für Hillary Clinton am Ende nicht gereicht? Und was bedeutet das jetzt? Es gibt also viel zu analysieren und zu besprechen in der kommenden halben Stunde. Ina Ruck über ein Land zwischen Begeisterungstaumel und Schockstarre. Heute Mittag in New York. Ihr erster Auftritt seit der Niederlage. Hillary Clinton ist emotional, tapfer und eine gute Verliererin. Donald Trump wird unser Präsident. Wir schulden ihm Unvoreingenommenheit und wir sollten ihm eine Chance geben. Unsere Demokratie lebt auch durch friedliche Übergabe der Macht. Gestern Nacht am Weißen Haus. Chorkonzert gegen Fanatismus. Sie hatten dies als Siegesfeier für Hillary Clinton geplant, doch nach und nach sickerte die Gewissheit durch und das Entsetzen darüber, dass der Sieger ein anderer ist. Wir haben doch so viel erreicht. Und dass jetzt dieser Mann hier sitzen soll, der Frauen belästigt, der sich über Behinderte lustig macht, der sich Schwarze nur als arm oder notleidend vorstellen kann, das ist nicht Amerika, das ist nicht, wofür wir stehen. Ihn hier zu wissen, ich kann das nicht glauben. Ich habe noch nie so viel offenen Rassismus gesehen. Noch nie hat mich jemand Nigger geschimpft. Nie. Aber heute ist es passiert. Never in my life. Noch in der Nacht trat Amerikas zukünftiger Präsident auf, mit der zukünftigen First Lady und der ganzen Familie. Trump bedankte sich bei den Wählern und sagte das, worauf sie alle hoffen. Die vergessenen Männer und Frauen unseres Landes werden nicht länger vergessen sein. Siegesparty in Florida. Mit Champagner und Autokorso feierten Trumps Anhänger hier ihren Sieg. Florida, ein wichtiger Swing State, war knapp an Trump gegangen. In der Nacht eines der ersten Anzeichen dafür, dass er auch landesweit den Sieg holen könnte. Donald J. Trump. Keiner hätte gedacht, dass er es schafft, aber er hat es durchgezogen. Ich will nicht unhöflich sein, aber ihr, die Medien, ihr müsst euch doch jetzt an den Kopf fassen. Heute Mittag am Weißen Haus. Barack Obama, der sein Land in 8 Jahren modernisiert hat wie kaum ein Präsident zuvor, muss nun um die Bewahrung seines Erbes fürchten. Dennoch, auch er zeigte sich als fairer Verlierer, bat darum, das Ergebnis anzuerkennen. Man ist immer traurig, wenn die eigene Seite eine Wahl verliert. Aber am Tag danach müssen wir uns daran erinnern, dass wir ein Team sind. Wir sind nicht zuerst Demokraten oder Republikaner. Zuerst sind wir alle Amerikaner. Für morgen hat Obama Trump zum ersten Gespräch ins Weiße Haus geladen. Die neue Ära hat bereits begonnen. Ja, und in dieser neuen Ära wird mit Donald Trump erstmals ein Kandidat Präsident, der noch nie zuvor ein politisches Amt oder einen Posten im US-Militär innehatte. Viele Unbekannte in der politischen Gleichung also, aber es gibt verlässliche Zahlen zu diesem Ergebnis und die hat Jörg Schönborn. Auch am Tag danach aus deutscher Sicht noch schwer zu verstehen. Diese Wahl von Donald Trump war für die Amerikaner kein Betriebsunfall. Die Wähler haben ihre guten Gründe dafür. Die eine Hälfte der Gesellschaft hat Sorgen und Ängste, vor allem vor sozialem Abstieg, die andere Hälfte nicht hat und auch nicht zur Kenntnis nimmt. Deshalb ganz unterschiedlich die Erwartungen der beiden Wählerlager. Hillary Clinton ist ganz eindeutig die Kandidatin mit der größeren politischen Erfahrung. Aber entscheidend war, dass Donald Trump für Wandel steht. 70% erwarten von ihm entscheidende Veränderungen, kein politisches Weiter-so.
Seine Strategie hatte Donald Trump auf die weiße Bevölkerungsmehrheit aufgebaut. Eine Gruppe, die allerdings immer weiter schrumpft, die Angst vor Einwanderung hat. Dort vor allem die mit geringerer Bildung. In dieser Gruppe hat Donald Trump klar gewonnen. Fast 60% der Weißen haben ihn gewählt. 20 Punkte Vorsprung zu Hillary Clinton. Das ist mehr als deutlich. Hillary Clinton umgekehrt hatte auf die Minderheiten gesetzt. Vor allem auf die spanisch sprechenden Einwanderer. Da hatte Barack Obama seinerzeit über 70% geholt. Sie wollte das steigern, weil das eine Gruppe ist, die von Trump immer wieder frontal angegriffen wurde. Mit dieser Strategie ist sie gescheitert. Wenn Donald Trump eine bessere Zukunft verspricht, hat das vor allem damit zu tun, dass viele Amerikaner das Gefühl haben, dass die große Zeit nicht nur wirtschaftlich vorbei ist. Amerikanische Kollegen haben die Frage gestellt, empfinden Sie das Leben heute schlechter als das von Leuten wie Ihnen vor 50 Jahren? Insgesamt sind es fast die Hälfte, die diese Frage mit Ja beantworten. Aber unter den Anhängern von Donald Trump ist es eine deutliche Mehrheit. 81% haben das Gefühl, dass sich die Dinge grundlegend verschlechtert haben gegenüber den guten alten Zeiten. Die politische Strategie von Donald Trump lässt sich besonders gut erkennen am Beispiel des Plans, eine Mauer an der mexikanischen Grenze zu bauen. Ihm geht es nicht darum, dass wörtlich genommen wird, was er verspricht. Dieser Plan ist unrealistisch, aber die Botschaft steckt dahinter, Einwanderung zu begrenzen und etwas zu tun. Und so hat dieser, wie gesagt, unrealistische Plan immerhin bei 40% der Amerikaner Unterstützung. Im Lager seiner eigenen Anhänger allerdings ist es eine übergroße Mehrheit von 74%, die die Sprache verstanden hat und am Ende gar nicht erwartet, dass tatsächlich eine tausende Kilometer lange Mauer gebaut wird. Die deutsche Öffentlichkeit hat einen ganz anderen Blick auf diese Wahl. Wir haben heute in einem Deutschland-Trend extra die Deutschen gefragt, wie sie auf diese Wahl reagieren, was sie erwarten. Immerhin gab es kaum jemanden in Deutschland, der Trump die Stimme gegeben hätte. Deutliche Botschaft, die Bundesregierung möge offen auf ihn zugehen. Das wünschen sich 69%. Nur 24% fordern die Haltung, ihm mit Distanz zu begegnen. Die Sorgen allerdings, was die internationale politische Entwicklung angeht, sind gewaltig. Auch das macht unsere heutige Blitzumfrage deutlich. Die USA werden ihr internationales Engagement verringern, glauben 69%. Und fast genauso viele befürchten, dass Trump Frieden und Sicherheit in der Welt gefährden könnte. Die Deutschen trösten sich aus ihrer Sicht allerdings mit einer Hoffnung. Fast 70% vermuten, dass Trump von seinen Versprechen wenig werde umsetzen können. Auch an diesem Punkt sieht man, wie unterschiedlich die Erwartungen hier in Deutschland und in Amerika sind. Vielen Dank, Jürgen Schönborn. Interessante Einsicht. Barack Obama, vor 8 Jahren hier ins Weiße Haus einzog, da war es der Wunsch nach Change, nach Wechsel, der Barack Obama den Sieg brachte. Nun hat Amerika wieder einen Wechsel verlangt, einen radikalen, aber der ist ganz anderer Art als vor 8 Jahren. Dem Protest, der aus weiten Teilen des Landes dem Politikbetrieb hier in Washington entgegengeschleudert wurde, den haben offenbar viele nicht ernst genommen. Und so hat es ausgerechnet ein Milliardär, der in einem vergoldeten Wolkenkratzer in New York lebt, geschafft, sich als Stimme der Arbeiter, der gefühlt Abgehängten, der ärmeren weißen Bevölkerung, vor allem in ländlichen Gebieten, hervorzutun. Mit allen Konsequenzen, auch für uns in Europa. Und deshalb wird nun mit bangen Blicken über den Atlantik geschaut, berichtet Matthias Deiß. Fast verwunderlich, dass die Fahnen am Reichstag heute Morgen nicht auf Halbmast standen. Parteien und Bundesregierung in Schockstarre, alle Hoffnung auf einen Wahlsieg Clintons endgültig gestorben. Außenminister Steinmeier, der Trump noch vor wenigen Tagen als Hassprediger bezeichnet hatte, brachte noch nicht mal das diplomatische Mindestmaß, eine förmliche Gratulation, über seine Lippen. Selbstverständlich haben wir dieses Ergebnis zu akzeptieren, akzeptieren es. Mit dem Blick nach vorne tat man sich auch im Kanzleramt erkennbar schwer. Dass der nächste US-Präsident Angela Merkel für schwach ihre Flüchtlingspolitik für falsch hält, hat er mehrfach deutlich gemacht. Eine Zusammenarbeit mit Trump knüpfte die Kanzlerin nun an eine Bedingung, die Akzeptanz gemeinsamer Grundwerte, die er im Wahlkampf ihrer Meinung nach vermissen ließ. Demokratie, Freiheit, den Respekt vor dem Recht und der Würde des Menschen, unabhängig von Herkunft, Hautfarbe, Religion, Geschlecht, sexueller Orientierung oder politischer Einstellung.
Ob sie Trump damit beeindruckt? In den letzten Monaten war er es gewesen, der Bedingungen formuliert hatte, zum Beispiel diese: Deutschland und Europa müssten mehr Verantwortung für die eigene und die globale Sicherheit übernehmen oder künftig dafür zahlen. In Berlin und Brüssel rätseln sie nun alle, ob das ernst gemeint oder nur Wahlkampfgetöse war. Ich hoffe, dass der Präsident seine Ideen so schnell wie möglich etwas klarer und präziser formuliert, als dies im Wahlkampf der Fall war. Ich erwarte mir, dass er klare Aussagen zu bündnispolitischen Fragen machen wird. Der Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, sieht die Zukunft etwas gelassener. Ein wenig mehr politischer Druck aus den USA könnte sogar nützlich sein. Es könnte nämlich bedeuten, dass die Europäer lernen, erwachsen zu werden, nachdem über ein gutes halbes Jahrhundert wir unter der amerikanischen Käseglocke uns eigentlich ganz gemütlich einrichten konnten. Egal, welchen Weg der neu gewählte US-Präsident nun einschlagen wird, der Bundestagswahlkampf im kommenden Jahr wird nach Trumps Wahlsieg ein anderer sein, kündigt die AfD an. Die Fragen nationaler Souveränität, die Fragen, wie Rechtsstaatlichkeit und Freiheit noch funktioniert, haben in den USA eine Rolle gespielt und die werden hier in Deutschland genauso eine Rolle spielen. Die Richtung ist damit vorgegeben. Wie der Kampf ums Weiße Haus dürfte auch der Bundestagswahlkampf rauer werden als bei der vergangenen Wahl. Mit besonderem Interesse ist die Wahl natürlich auch in Russland verfolgt worden. Unter Präsident Obama ist das Verhältnis zwischen Washington und Moskau ja stark abgekühlt. Udo Lilischkis in Moskau. Präsident Putin hat Trump ja bereits zügig gratuliert. Haben da im Kreml die Krimsektkorken geknallt? Nun, wir nehmen es an, vielleicht nicht gerade Krimsekt, sondern etwas Französisches. Wir wissen es genau von Wladimir Zhirinowski, einem Ultranationalisten, der hat sich filmen lassen, als er heute im Büro Sekt spendierte und auf den Sieg Donald Trumps trank und auf die neue amerikanische Außenpolitik. Auch in der Duma gab es viel Applaus, als das Ergebnis verkündet wurde in der laufenden Sitzung. Viele Politiker haben sich erleichtert geäußert darüber, dass Hillary Clinton vermieden wurde. Denn die wurde hier auch in den Medien sehr lange und intensiv dargestellt, sehr kritisch als unberechenbar, als Hardlinerin, als russlandfeindlich. Und einige meinten sogar, damit oder mit ihrer Wahl sei die Gefahr eines weiteren Krieges verbunden. Nein, Donald Trump ist ganz klar der russische Wunschkandidat. Jetzt hat man ihn und da taucht ein neues Problem auf. Darauf wiesen heute gleich zwei Experten hin, denn damit kommt dem Kreml ein bisschen das Feindbild abhanden. Die USA galten als eine Art Erklärungsschablone für fast alles Schlechte in der Welt bis hin zur russischen Wirtschaftspolitik. Das hatte fast schon kultische Bedeutung, dieser Anti-Amerikanismus, bemerkte ein Online-Magazin. Und jetzt sitzt der richtige Mann, der gute Donald Trump im Weißen Haus und wir alle sind sehr gespannt, wie die Spin-Doktoren hier damit umgehen werden. Nun hat Trump ja im Wahlkampf angedeutet, er wolle Europa und Russland die Lösung etwa des Syrienkrieges überlassen und sich aus den NATO-Verpflichtungen eventuell zurückziehen. Welche Auswirkungen, glauben Sie, hat das für die globale Sicherheit? Nun, ich fürchte, auch das wird durchaus unterschiedlich gesehen in Europa und hier in Moskau. Natürlich hat man hier Äußerungen wahrgenommen, etwa dergestalt, man wolle weniger Demokratieexport betreiben, weniger Regime-Change. Auch seine distanzierenden Äußerungen zur NATO fanden hier natürlich Gefallen im Kreml. All das passt zur Forderung Putins auch und vieler hier in Moskau nach einer multipolaren Welt. Also die USA sollen sich gefälligst nicht mehr aufspielen als Weltpolizei. All das könnte natürlich bedeuten, wenn es denn so käme, dass Konfliktpotenzial wegfiele. Viele Russen wären auch dankbar, wenn diese Dauerkonfrontation mit den USA endlich aufhörte. Nur viele Experten hier bezweifeln natürlich, dass das so kommt. Wahlkampfsprüche seien keine Politik. Vieles passt ja auch gar nicht. Trumps Wunsch, Amerika stärker machen, aber dann Rückzug aus der Welt. Wie soll das gehen, sagen hier viele. Von daher warnen auch viele und sagen, nach dem Sekttrinken, das hat einer auch gesagt, kommt garantiert dann nach wenigen Tagen die Erkenntnis, dass nichts gelöst ist. Und einer warnte auch vor Trumps Superego, wie dieser Experte es meinte. Trump wolle genauso cool, mindestens so cool aussehen wie Wladimir Putin. Und das könne durchaus, wenn es dann nicht zusammenpasst, zu sehr gefährlichen Eskalationen kommen. Kurzum, der richtige Mann aus Kreml-Sicht sitzt im Kreml, aber was genau daraus resultiert, müssen wir wohl abwarten. Ja, das wird mit Sicherheit ein interessantes erstes Treffen zwischen den beiden. Vielen Dank, Udo Lilischkis, nach Moskau.
Ja, nun gibt es in Amerikas Politik ja das berühmte System von Checks and Balances, der die Gewaltenteilung zwar einen sehr mächtigen Präsidenten vorsieht, der aber auch nur im Zusammenspiel mit der Legislative funktioniert, also mit dem gesetzemachenden Kongress. Und wie schwer der dem Präsidenten das Leben machen kann, das hat ja Barack Obama den Großteil seiner Amtszeit leidvoll erleben müssen. Donald Trump dagegen hat den Kongress zunächst auf seiner Seite, weil beide Kammern entgegen vieler Prognosen fest in republikanischer Hand geblieben sind. Und die Frage ist jetzt, was macht Trump mit diesem Startvorteil und seiner Machtfülle? Thorsten Beermann berichtet. Donald Trump kann schon mal den Umzugswagen bestellen. Ab Januar liegt hier sein neues prächtiges Arbeitszimmer. Doch er wird noch eine zweite entscheidende Machtbasis besitzen, gut einen Kilometer östlich im Kapitol. Denn anders als Barack Obama muss Trump nicht gegen den Kongress regieren. Seine Republikaner beherrschen beide Kammern des Parlaments. Sie können durchregieren. Ich sehe hier großes Potenzial. Jetzt, wo wir eine vereinte republikanische Regierung haben werden und keine zerstrittene Regierung mehr, die uns so geplagt hat. Wir können vereint an die Arbeit gehen für das amerikanische Volk. Am Tag nach der historischen Wahl fragt sich Amerika, welchen Donald Trump bekommt das Land? Den Versöhnlichen aus seiner Antrittsrede oder den Ausgrenzenden, Provozierenden aus dem Wahlkampf? Ich will eine Totalblockade für alle Muslime, die in die USA wollen. Würde ich Waterboarding wieder einführen? Darauf könnt ihr euren Arsch verwetten. Mexikaner bringen Drogen, sind kriminell und Vergewaltiger. Für viele klangen seine Ankündigungen schon immer absurd. Den Nukleardeal mit Iran und den Klimapakt von Paris kündigen, Strafzölle gegen China und natürlich die Mauer Richtung Mexiko. Jetzt ist klar, einiges davon könnte tatsächlich passieren. Denn Donald Trump wird mit noch einer dritten Machtbasis ausgestattet sein. Auch am obersten Gerichtshof der USA haben die Konservativen künftig das Sagen. Er spricht bei allen umstrittenen Gesetzen das letzte Wort. Trump kann in den kommenden Jahren bis zu 4 neue Richter nominieren. Ich würde Richter ernennen, die gegen Abtreibung sind. Sie würden konservativ sein und das Recht auf Waffenbesitz verteidigen. Die Rechte Homosexueller, Abtreibung, illegale Einwanderung. Donald Trump hat die Macht, die Grundachsen des Landes für Jahrzehnte zu verschieben, wenn seine Partei ihm langfristig folgt. Die Republikanische Partei ist ja gespalten und hat ihn auch nur widerwillig, in großen Teilen nur widerwillig unterstützt. Es gibt miteinander konkurrierende oder sich sogar bekämpfende Strömungen in der Republikanischen Partei. Insofern wird sich zeigen, ob er wirklich in der Lage sein wird, daraus politisch Kapital zu schlagen. Es wird darauf ankommen, wie sehr auch Kongress- und Senatsabgeordnete sich jetzt auf die Seite von Donald Trump schlagen. Und dann gibt es ja noch die Millionen Bürger, die Trump nicht gewählt haben. Wie reagieren Sie, wenn er wie versprochen am ersten Tag im Amt die Gesundheitsreform zurückdreht? Es dürfte der Tag sein, an dem der kommende Präsident auf erbitterten Widerstand im Land stößt. Ja, und ich begrüße jetzt hier meinen Kollegen Stefan Niemann, Korrespondent im ARD-Studio hier in Washington. Der Tag der Entscheidung gestern, er ist vorbei mit einem anderen Ergebnis zu Ende gegangen, als wir das noch gedacht haben gestern. Dieser Wahlkampf, der jetzt so lange so hart erbittert geführt wurde, jetzt ist er vorbei und das Land ist so polarisiert. Wie soll jetzt, Trump hat es am Eingang ja erwähnt, wie soll der dieses Land wieder zusammenbringen können? Er hat ja jetzt hinreichend viele Wähler gewonnen und das Weiße Haus erobert. Er kann also jetzt theoretisch abrücken von allzu provozierenden Thesen und provozierenden Provokationen, die er da gebracht hat, der Populist. Und insofern kann es sein, dass er in die Mitte rückt und dass er Projekte angeht, die nicht die Hälfte der Bevölkerung befremden, sondern die vielleicht ihm Sympathien zutragen, etwa die marode Infrastruktur angehen und Amerika reparieren, da wo es kaputt ist, also Brücken bauen, Schulen und Highways. Er hat sich durchgesetzt und das war auch nicht umstritten, sondern am Ende doch relativ deutlich. Und das haben aber Umfragen bis zuletzt so nicht hergegeben. Umfragen in allen Staaten auch des Landes.
Wie lässt sich das erklären, dass man da so daneben lag und die Wut und die Stimmen des Volkes so falsch eingeschätzt hat? Also bei den Meinungsforschern vermute ich zu großen Geiz und zu große Lässigkeit. Die haben schlicht nicht genug Geld ausgegeben für das Ground Game, also haben nicht genug Leute losgeschickt, um aktuellere und akkuratere Zahlen zu sammeln in diesem riesigen Land, in den ganzen Wahlkreisen. Und auch wir Medien haben ein Stück weit versagt. Ich sage das auch selbstkritisch. Ich habe nicht gut genug zugehört bei Drehreisen durchs Land, wenn Leute gesagt haben, ich wähle den Mann, weil er kein Politiker ist. Da haben wir gedacht, das ist Politikverdrossenheit und das landestypische Motzen über Washington. Aber es war eben eine Wechselstimmung, und zwar die Stimmung, wir wollen Politiker auswechseln, wir wollen keine Politiker mehr. Das haben wir alle nicht richtig eingeschätzt, fürchte ich. Ja, nicht nur wir wollen keine Politiker mehr, sondern eventuell auch wir wollen diese Form von Demokratie nicht mehr, wo Berufspolitiker und wie wir es bisher kannten, für den Gang der Dinge sorgen. Das erleben wir in Europa oder überhaupt auf der Welt in vielerlei Hinsicht, dass da so ein Ruck entsteht, dass viele Leute sagen, das hilft mir nichts mehr, das nutzt mir nichts mehr. Müssen wir uns vielleicht von der Demokratie, wie wir sie so kennen, bisher verabschieden? Ist das eine Ablehnung? Ja, verabschieden nicht, aber es gibt eine ganz große Skepsis. Solange so große Bevölkerungsteile sich abgehängt fühlen, ignoriert fühlen, nicht ernst genommen fühlen von der Politik und ja auch von den Medien ignoriert fühlen, zum Teil vom Mainstream-Journalismus, wie sie ihn nennen, werden sie anfällig bleiben für faktenfreie Wahlkämpfe, wie wir sie hier jetzt in nie dagewesenem Ausmaß erlebt haben, und auch für die einfachen Parolen von Populisten wie Donald Trump. Jetzt wird er morgen in dem Haus hier hinter uns empfangen von Präsident Obama, der ja heute sehr persönliche Worte auch ausgesprochen hat. Was bedeutet denn diese Präsidentschaft, dass es eben nicht Hillary Clinton geworden ist, für den Nochbewohner hier im Weißen Haus, für dessen politisches Erbe? Ich glaube, das wird ein ganz, ganz harter Termin für Barack Obama, denn da sitzt ihm ein Mann gegenüber, den er intellektuell verachtet, das hat er doch relativ deutlich gemacht, den er politisch für gefährlich hält und von dem er ja ganz genau weiß, dass er jetzt alles daran setzen wird, in den ersten Jahren all das zurückzudrehen, was ja das politische Lebenswerk von Obama ist, die Klimaschutzabkommen etwa oder sein Herzensprojekt Obamacare, die Reform des Gesundheitswesens hier in Amerika. Das muss furchtbar sein für einen Präsidenten, der 8 Jahre ja sehr gekämpft hat gegen den Kongress und die republikanische Mehrheit am Ende zumindest und jetzt sieht, dass da jemand kommt, der alles zertrümmern will und alles zurückdrehen will. Und gleichzeitig weiß man noch sehr wenig darüber, auch über das Personal, mit dem Donald Trump hier anrücken wird. Es ist einfach noch zu viele Unbekannten. Richtig. Er wird wahrscheinlich ein paar Berater jetzt benennen, mit denen er vielleicht noch mal Sympathien und Vertrauen gewinnen kann, um etwas abzulenken von seinen schrillen Thesen. Aber wir wissen noch nicht, wen er da benennen wird. Sie werden darüber berichten. Vielen Dank, Stefan Niemann, AD-Korrespondent hier in Washington. Ja, der Erdrutschsieg von Donald Trump bei den US-Präsidentschaftswahlen und was das für Amerika, aber auch den Rest der Welt bedeutet, das kommentiert nun Sonja Mikic vom Westdeutschen Rundfunk. Nennen wir es ruhig Revolution, denn die Mehrheit der amerikanischen Wähler und Wählerinnen hat Donald Trump gewählt als Absager an das System. Wir gegen die da oben. Die schweigende Masse ist jetzt hörbar. Ja, Wandel will sie, aber nicht den Change eines multikulturellen, weltläufigen Barack Obama, sondern die Rückabwicklung von zu viel Modernität. Weg mit diesen Ansprüchen, nicht rassistisch, nicht sexistisch, nicht machtbesessen zu sein, nicht die Umwelt zu versauen und Schwächere auszubeuten. Donald Trump, Fixstern der neuen Rechten, greift den liberalen Konsens an, der westliche Gesellschaften über Jahrzehnte prägte. Wir gegen die da draußen. Sein Wahlsieg muss wie Doping für Le Pen, Farage, Wilders und Co. sein. Er missachtet Fakten, er fördert Abschottung. Seine Revolution ist nicht nur eine kulturelle. Ausgerechnet Trump hat erfolgreich eine Art Klassenkampf geführt. Und wie gerecht und chancengleich ist denn ein System, wenn fast die Hälfte aller Erwachsenen im Notfall keine $400 aufbringen kann, ohne etwas zu verkaufen oder sich das Geld zu leihen? In einem Nebensatz hat es Donald Trump heute pfeilgenau ausgesprochen. Er hat keine Wahlkampagne geführt, sondern eine Bewegung. Und das hat Konjunktur, jenseits und diesseits des Atlantiks. Ich bin heute ratlos, denn für mich war Veränderung immer Sauerstoff für die Demokratie. Gerade die Amerikaner schafften es so, Risse zu heilen, Schieflagen zu korrigieren. Doch jetzt muss Angela Merkel tatsächlich einen künftigen US-Präsidenten erinnern, demokratische Grundwerte zu achten. Wir gegen die da drüben? Ende der alten Gewissheiten. Zeitenwende. Sonja Mikic kommentierte.
Mit Spannung wurde erwartet, wie die Börsen auf den Ausgang der Präsidentschaftswahl hier in den USA reagieren. Und damit beginnt der Nachrichtenüberblick aus Hamburg mit Jens Riewer. Guten Abend, meine Damen und Herren. Der überraschende Sieg Trumps sorgte an den Finanzmärkten weltweit zunächst für heftige Reaktionen. Nach anfänglichen Verlusten beruhigte sich die Lage aber wieder. Der Dow Jones in New York schloss bei 18.590 Zählern. Auch der DAX legte am Ende noch zu auf 10.646 Punkte. Einzelheiten jetzt von Anja Kohl aus der Frankfurter Börse. Trump also. Kurzer Schockmoment, dann beruhigten sich die Börsen. Anlegern war das Brexit-Votum eine Lehre. Diesmal hatten sie vor der Wahl vorsorglich Milliarden von den Börsen abgezogen, parkten das Geld quasi an der sicheren Außenlinie des Spielfelds. Mit Trumps Sieg stiegen heute Rüstungsaktien, zudem Pharmawerte, weil Trump anders als Clinton nicht verordnen will, die Preise für Medikamente zu senken. Bankaktien drehten, deutsche Autoaktien dagegen verloren. Trump hatte im Wahlkampf Zölle angedroht. Die Autochefs setzen auf das Prinzip Hoffnung. Zwar sei nach dem Ergebnis eine Portion Skepsis da, so Daimler-Chef Zetsche, doch man müsse abwarten, wie Trumps Politik tatsächlich aussehen werde, war er sich mit BMW-Chef Krüger einig. VW-Chef Müller hofft, dass VW in den USA nun nicht noch nachteiliger behandelt werde. Unternehmerverbände sprachen von einer Belastungsprobe. Die Unsicherheit über die künftige Politik Trumps sei Gift, könne Investitionen bremsen. Anleger setzen darauf, dass die Realität einen Trump-Light hervorbringt. Doch die Unsicherheit dürfte erst weichen, wenn klar ist, wohin Amerika mit Trump tatsächlich steuert. Die EU-Kommission übt in einem Bericht zu den Beitrittsverhandlungen mit der Türkei scharfe Kritik an der Politik von Präsident Erdogan. Das Land sei nach dem Putschversuch zurückgefallen, was die Unabhängigkeit der Justiz und die Meinungsfreiheit angehe. EU-Erweiterungskommissar Hahn sagte, die jüngsten Entwicklungen seien zunehmend unvereinbar mit dem Beitrittswunsch. Der für Europa zuständige türkische Minister Celik kritisierte, der Bericht sei nicht konstruktiv. Bundespräsident Gauck hat in Cottbus am Mahnmal der alten Synagoge die Opfer der Pogromnacht vor 78 Jahren geehrt. Anschließend besuchte er die 2015 durch Bürgerengagement entstandene neue Synagoge. Am 9. November 1938 hatten Nationalsozialisten, aber auch parteilose Bürger hunderte jüdische Gotteshäuser in ganz Deutschland in Brand gesteckt, Geschäfte verwüstet und Juden misshandelt. In Berlin ist heute an den Mauerfall und die friedliche Revolution in der DDR vor 27 Jahren erinnert worden. An der Mauergedenkstätte legte Berlins regierender Bürgermeister Müller zusammen mit Schülern und Zeitzeugen Rosen nieder. Nach einem Gottesdienst gedachten sie der Opfer der deutschen Teilung mit Kerzen auf dem ehemaligen Mauerstreifen. Zuvor hatte Müller den 9. November als Tag der Licht- und Schattenseiten deutscher Geschichte bezeichnet. Und damit fehlt nur noch eins, das Wetter. Hier in Washington hat es gerade eben wieder angefangen zu regnen. Irgendwie passend für zumindest die eine Hälfte der Bevölkerung. Für die andere scheint die Sonne politisch ziemlich hell. Und wie sieht es in Deutschland aus, Sven Plöger? Ja, Ingo, ich gehe jetzt mal sofort aufs Wetter ein an der Stelle. Dann kann ich etwas sagen, was Herbst und Winter vereint. Und zwar mit Hilfe dieses Fotos, was ich heute noch bekommen habe. Und zwar aus Hamburg von Monika Schleit. Und da sieht man wunderschön die Schneedecke auf dem Auto und drauf sind gefallen die Blätter. Und daran sieht man, Herbst und Winter vermischen sich im Moment in Deutschland. Und wir gucken deswegen direkt weiter auf unseren Strömungsfilm. Denn da passiert noch was Spannendes hier. Ein kleines Tiefdruckgebiet zieht über Rheinland-Pfalz und südlich davon sind dann die Windpfeile hier ziemlich lang. Das heißt, da gibt es vorübergehend jetzt kräftige Windböen, örtlich richtig Sturm- oder sogar orkanartige Böen. Auf dem Belchen im Schwarzwald und auf der Zugspitze 109 km pro Stunde. Die Hornisgrinde im Moment dabei mit 87 km pro Stunde. Die Schneefallgrenze steigt dort unten jetzt im Süden auf 700 bis 900 Meter. Aber oben bedeutet das wirklich Schneesturm. Unten ist es oft der Schneeregen gepaart mit dem Wind. Also eine ziemlich ungemütliche Sache. Hier in der Mitte, wo man dann nördlich des Tiefkerns ist, da bleibt die kalte Luft liegen. Da ist die Schneefallgrenze dann tief mit 1, 2, 300 Metern. Also da entsprechend vorsichtig unterwegs sein. Der Norden ist weit weg vom Tief, da ist alles ruhiger. Nebel, Wolken und eben teilweise auch mal klarer Himmel. Die Temperaturen im Nordosten Deutschlands minus 4 Grad, im Südwesten aber 4 bis 6 Grad plus. Das macht das Tief, was jetzt kurz die warme Luft da reindrückt.
Entsprechend der morgige Vormittag trüb und hier im Osten immer noch Regen und Schnee. Schneefallgrenze vorübergehend bei 800 Metern, im Fichtel- und Erzgebirge aber so bei 300 Metern. Also deutliche Unterschiede. Ganz im Norden am freundlichsten bleibt es auch am Nachmittag. Weiter nach Süden gibt es immer noch ein paar Schneeflocken oder etwas Regen. Die Temperaturen erreichen 0 Grad im Vogtland, sonst 1 bis 6 und im Südwesten bis 10 Grad. Der Wind im Süden aus West, im Norden aus Ost. Und das sind die Aussichten, da sieht man es. Am Freitag immer noch ein paar Tropfen im Süden, sonst wird es freundlicher. Insbesondere am Samstag scheint mal länger die Sonne. Und damit zurück zu Ihnen, Ingo, rüber nach Amerika. Vielen Dank, Sven Plöger. Und damit kommen wir zum Ende dieser Tagesthemen hier aus Washington. Aber das Ergebnis dieser US-Wahl, das wird uns noch lange beschäftigen. Natürlich auch um 0:45 Uhr Sven Lorig und die Kollegen vom Nachtmagazin.